So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Orcs Must Die 2 Together mit dem Nyteria. Ja. Wir stecken gerade in der Klemme und ich will mir mal meine Schädel zurückerstatten, weil ich da ein bisschen blöde das Ganze gemacht habe. Als allererstes werde ich jetzt hier die Pfeilwand hochskillen und in Brand stecken. Sollen die auch können. So. Dann benutze ich natürlich die Stachelfalle. Werden kurz verlangsamt. Was benutze ich denn noch? Den Verdrescher, natürlich. Auch der kommt auf höchste Stufe und schleudert sie mit mehr Kraft weg. So, die Barrikaden. Ich würde sagen, regenerieren sich ist ganz gut. So, und dann werde ich die noch aufrüsten. Jo. Und damit habe ich alle Schädel verteilt. Hoffentlich Ich glaube, gut. ich werde mir gleich mal das Mana-Zorn-Schmuckstück holen oder das Pfeilenrücksitz-Schmuckstück. Die sehen ganz gut aus. Okay, was machen die? Ich gucke kurz Mana-Zorn, selber. Mana-Regeneration und einmal Mana wiederherstellen ist es, glaube ich. Okay, cool. Und das Fallen-Dingsbums, alle Fallen werden schneller zurückgesetzt, also passiv. Und aktiv ist, du kannst alle Fallen sofort zurücksetzen. Geil. Also das ist, wenn es mal richtig knapp wird, richtig gut. Und ich glaube, Heilungsregeneration brauche ich eh nicht. Heilung so gut wie Die auch nicht. Frage ist nur, gilt das auch für meine? Also, dass meine sich dann auch schneller zurücksetzen, weil wenn wir uns beide das dann holen Das glaube ich nämlich nicht. Also ich und sich glaube, das das dann trifft eher doch multipliziert meine. praktisch. Ja, das wäre ein bisschen heftig. Naja, egal. Wir fahren fort. Mit Spiegelbild. Okay. Bestimmt dasselbe, nur zweimal. Also Ja, gespiegelt. gespiegelt. Ich habe euch nie verstanden, Meister. Ja. Ihr wart besser als der Rest des Ordens. Du irrst dich. Ich habe bei beiden Lehrlingen versagt. Dich habe ich Okay, sie so kommen von unten hervorragend nach oben. ausgebildet, dass du größenwahnsinnig wurdest. Aus Angst der Würde wie Ah, ich habe du vergessen, den habe ich ihn Donnerring dann mir zu kaum kaufen. Egal. unterrichtet. Glücklicherweise hat das meiner Großartigkeit keinen Abbruch getan. Großartigkeit. Pass auf, ich mach die Treppen dicht. Auf drei Seiten. Oder nee, hier kann ich ja gar nicht. Das heißt, hier und hier müssen wir verteidigen, aber unten. Kommen von unten auch welche? Ja. Ja, unten werde ich auf jeden Fall eine Seite zumachen, sodass sie dann nur von einer Seite kommen, dass sie meinetwegen nur hier die Treppe hoch können oder so. Ich gucke gerade mal ins Zauberbuch. Ob es. Geil, es gibt keine. Bist gestorben? Nee, nee, hier ist so ein unterer Gang zwischen den beiden Türen. Ah. Also da kannst du anscheinend rumrennen. Ja. So, was nehme ich denn noch mit rein? Die Barrikaden, genau. Kosten jetzt ja nur noch 600. Das wird klasse! Ich werde hier auf diese kleinen Podeste auf den Treppen später noch Bogenschützen setzen, aber erstmal Ah. Sonnen. Macht mir Schaden. So, mehr kann ich auch schon nicht. Ach so, da, willst du, dass sie auf der anderen Seite durchrennen oder was? Ja, ich will, dass sie unten durchrennen und dann praktisch nur eine Treppe hoch können. Dass wir dann da an einer Stelle stark verteidigen und dass sie dann praktisch nur noch auf der einen Seite von der anderen Seite kommen. Dann können wir unten, ja, ich glaube, das ist sogar ein bisschen so gedacht, weil in der Mitte ist ja so viel Platz Ja. unten. Da können wir dann alles voller Säure packen. Ich Ja. packe hier mal den einen Weg voller Säure. Wir müssen nur aufpassen, die kommen auch hier oben raus. Na, ne? Es gibt vier Eingänge. Ja. Ah. So. Dann nehme ich die beiden oben und oben rechts und du unten links und unten. Ja, vorerst. Also, theoretisch können sie. Das wird sich gleich. Werde ich gleich erledigen. Dann können sie nämlich nur noch von rechts, also von dieser Seite, wo ich gerade bin, von hier hochkommen. Ne? Und da werde ich das dann auch so machen, dass sie nur noch eine Treppe hochgehen können. Also eine Seite. Und dann wird das schon passen. Okay, ich bin fertig. Ja, ich muss gerade noch mal gucken, wenn sie hier, dann werden sie sicherlich auch hier. Hier könnte man noch eine Falle. Gleich wird's ungemütlich. Gut. Für die. Für die wird's ungemütlich. Zack, erstmal schön begrüßen hier. Oh, drüben kommen welche. Bisschen da. Bam. Bam. Die sind schon nah dran. Eins,
2, 5. Mist, war wieder verzählt. Das Gute ist, ich mach One Hit Kills. Das Schlechte ist, die Feuerrate ist so gering. Planen etwas wäre, das ich normalerweise tue. Dass das schon wieder ein bisschen kackig ist hier. Das ist meine Show. Und sie wird euch umhauen. Oh ja. Durch den Telefon, verdammt. Der quasi direkt an deiner Tür stehen, deswegen. Ja. Okay, ich krieg den Mann zurück. Bam. Ich lebe für Ork-Massaker. Ja. Wer nicht, wer nicht. Hast du das? Ja. Das Problem ist halt meine Feuerrate, die ist so gering. Ja, ich glaube, ich werde gleich mal bei dir ein paar Leutchen hin. Zeit für ein Gemetzel! Da kommen sie! Unten? Unten. Achso. Unten. Ja, es funktioniert, sie rennen geradeaus durch. Ja. Oben auch, scheiße. Ah, bisschen spät gesehen. Unten, bisschen unten, bisschen unten. Ah, cool. Das dürfte ein neuer die rennen erstmal auf die andere Seite und dann drehen sie um. Ja. Scheiße. Ah, fuck. Hast du es nicht? Sie kommen von zwei Seiten hier und die Runner kommen auch hoch. Ha! Scheiße. Ach, war auf der anderen Seite, ja. Okay. Oh, fuck. Nee, lass doch mal neu starten. Ja, das lohnt sich nicht. Das sonst nichts werden. Hä, wie sind sie denn hier vorne hochgekommen? Die Treppen hoch? Und ja, aber auf der einen Seite hat sie doch voll abgeriegelt. Sie kam oben und unten raus. Du machen die denn das? Das ist ja voll nervig. Ich habe bei beiden Lehrlingen versagt. Dich habe ich so hervorragend ausgebildet, dass du größenwahnsinnig wurdest. Aus Angst der Würde wie du, habe ich ihn dann kaum unterrichtet. Glücklicherweise hat das meiner Großartigkeit keinen Abbruch getan. Großartigkeit? Also ich bin soweit, ne? Ja, ich setz erstmal unten an die Tore jeweils ein. Ein so einen schrägen. Und dann. Keine Ahnung. Wieso ist gut, schön, ich hab's so falsch hingelaufen. Und. Jetzt gibt's was Feines. Ah ja, geht ja erst bei dir los. Jetzt versucht gleich als erstes unten die Dinger aufzulösen und ich helfe dir. Unten Barrikaden bauen, meinst du? Meine ich ja. Ja. Das hab ich nicht gesagt. Irgendwas anderes. Ja, nee, ich hab's nur nicht richtig verstanden, weil es gerade hier ein bisschen laut war. Sie sind schon nah dran! Schon wieder! Brauchst nicht. Ja, ach, trotzdem. Nee, ich dachte, das bin ich richtig gut. So. Der Duftensäure am Morgen. So. Ach, drüben hab ich. Scheiße. Komm ja erst nächste Runde, also. Noch hast du. Bei mir ist drüben ja Säure, deswegen halt ich da. Achtung, sie kommt drüben bei dir. Achso, ja. Säure, meintest du. Lange aufhalten kann ich dir ein bisschen helfen. Ja. So, jetzt. Jetzt muss ich gucken, hier fehlt noch eines. Pass auf, sie können nur noch über eine Treppe kommen. Das ist jetzt gerade auf deiner, auf unserer Seite hier die Treppe. Da jetzt können sie gibt's nur noch hoch. Feines. Ich bleibe jetzt hier an der Ecke stehen. Alles, was durchkommt, platze ich weg. Ja. Mach das. Ich kümmere mich hier um die, so gut es geht. Ui, das dürfte ein neuer gekommen sein. Und die Runner im Moment. Die Runner kommen gleich hoch. So, die eine Hälfte ist weg von den Runnern. Diesen Weg. Ah. Er rennt jetzt warm. Ja. Moment, was ich beim nächsten Mal besser machen könnte. Ach, wem mache ich hier was vor? So, ich werde jetzt eine Runde Eis legen.
Ja, das kannst du hier sonst auch mal hinmachen am besten. Hier am Treppenabsatz. Weil nur da können sie hochkommen. Und das Schöne ist, da es keine Pioniere gibt, die sie zerstören. Und hier, warte mal, verkauf das. Ah, nee, lass das mal noch da. Das musst du sonst nächste Runde verkaufen. Ich habe jetzt gerade kein Geld mehr. Oder warte, ich hole mir kurz Geld. Ich verkaufe hier die eine. Das macht nichts. Und dann baue ich hier eine Barrikade. Dann können sie nämlich... Wobei, egal, eigentlich, ne? Ja, sonst lass, dann setze ich hier nämlich nochmal Säure hin, wenn sie hoch wollen. Zack, so, mach. Barrikade hält sie auf jeden Fall okay, auf. Bist du fertig? Jo. Ich bleib sonst genau hier vorne an der unteren Ecke stehen und beide Gänge, wo sie kommen, und du kannst dann bei deinem... Zeit für ein Gemetzel. Ja. Und wenn ich fertig bin, komme ich rüber zu dir. Okay, sie kommen alle unten. Oben kommen auch welche jetzt. Bam! So, jetzt kommen sie hoch. Jupp. Oh, einer ist an mir vorbei. Nein, 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 nein. Scheiße. Und es hat Boom gemacht. Setz hier noch mehr Säure, damit die Runner nicht der hochkommen. Ja. Schick mir mehr! Klassisch! Die Runner sind schnell bei dem Boss fallen, das ist der Scheiß. Ja. Mann, das ist eine Menge tot! Schaffst du das ja auch, ne? Ja. Gut. Ja, ich habe eigentlich keine Probleme. Ja. Bei mir ist das einzige Problem, dass meine Feuerrate so gering ist, dass ich bei mehreren Feinden Probleme kriege. Nein, 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 nein. Einer. Bam. So. Pfeile für alle. Pfeile für alle. So, ich habe jetzt ein paar Bogenschützen gesetzt. Ja. Ich mache hierhin eine Stachelfalle, weil ich das Geld dafür noch habe. Die Party geht los und ihr seid alle. Warte mal ganz kurz, sorry. Das ist gerade hier mit dem Sound wieder so scheiße, dass ich dich schon fast wieder gar nicht verstehe. So. Ja. Das einzige Problem sind hier wirklich die Runner, also sonst irgendwie gar nichts. Ja. Oh, hat der Ogre aufs Maul bekommen. Ja! Da geht's nicht. Hier geht's noch. So, halt hier. Los geht's! So, noch ein kleines Begrüßungsgeschenk für die. Na, fuck, die Bogenschützen können die gar nicht schießen. Nee? Nee, also die auf der anderen Seite schießen die ganze Zeit gegen die Säule. Ah, scheiße. Ja.
Fall. Nice. So. Sehr schön. Ach so, okay. Das ist natürlich hier jetzt ein bisschen... Mann, ich hoffe, es wird niemand verletzt. Ach nein, tue ich nichts. Zack. Hui, das dürfte ein neuer Rekord sein. Nur die Runner. Oh ja. Und ein Troll. Ein Sumpftroll sogar. Achtung, Kinder, dir ist ein Sumpftroll. Oder ich weiß nicht, ob er auch nach oben ist. Ach, ich bin gegen die Barriere gelaufen. Alter, der schluckt aber auch wieder, du. Ja. Alter Schwede. Oh, scheiße, das hätten wir schaffen können. Oh, geil, das war's. Aber ja, gut. Egal, vier Schädel. Damit kann man noch leben. Alles klar. Sieben neue Schädel. Da gucke ich doch mal kurz ins Zauberbuch. Schmuckstücke. Als nächstes suche ich mir das Mana-Schmuckstück. Dann kann ich noch mehr zaubern. Entschuldigung. Ja. Fallen werden schneller zurückgesetzt. Das ist richtig fett. Nice. Was gibt's noch? Erhöht die Spaltpunktanzahl, aktiv betäubt alle Gegner. Alle Gegner? Da steht nicht irgendwie alle in... Was hier? Das betäubt alle Gegner, die gerade draußen sind. Echt? Heftig, heftige Sache. Ja, das Ding kostet aber wahrscheinlich irgendwie 90% deines Manas. Also. Ja, gut, aber ich meine, für so einen Notfall kann man es mal einfach einsetzen. Ja, Runner. Ja, zum Beispiel. Ach, alles klar. Das war Spiegelbild. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.